in den Osten. Festungen entstehen. Ist die Lage im Westen keineswegs befriedigend. Dort blockieren die Schweden den Zugang zur Ostsee. Peter, der leidenschaftliche Seefahrer, will dies ändern. Über 20 Jahre dauert der Krieg gegen die Schweden. Diese Festungsbauten bei Kronstadt sind zwar aus einem späteren Jahrhundert, doch auch Peters Nachfolger wussten um die strategische Bedeutung der Region. Der erhoffte erste Sieg gelingt. Und der Weg zum Meer ist frei. Zunächst ist es der Gedanke an einen neuen Hafen mit Festung. Doch schon bald ist es Meer. Die Idee einer neuen Hauptstadt lässt Peter nicht mehr los. Von Wasser umgeben. Sein Denkmal. Sein Zarengold. Seit 1703 wächst es aus den Sümpfen der Neva empor. Der Zar arbeitet selbst an den Plänen. Bereits knapp 10 Jahre später wird auch die Zarenresidenz aus Moskau hierher verlegt. Sankt Petersburg, das Gold Peters. Eine Symphonie aus Stein und Wasser. Klein Holland heißt diese fast unbekannte, verwunschene Seite der Stadt. Erinnerung an die europäischen Träume des Zaren. Venedig des Nordens wird Petersburg künftig genannt werden. Wenn heute jeden Mittag um 12 Uhr die Kanone von der Peter- und Pauls-Festung einen Schuss abfeuert, dann denken sicher nur wenige daran, unter welchen unsäglichen Opfern diese Stadt aus dem Sumpf gestampft wurde. Der bescheidene erste Sommerpalast Peters muss sich heute mit Monumenten aus späterer Zeit messen. Eine der Petersburger Sphinxen überwacht das jährliche sommerliche Schauspiel. Die weißen Nächte. Dann wird diese Vision Peters in ein magisches Licht getaucht. Die hochgeklappten eisernen Neva-Brücken aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erinnern an eine andere Erfolgsgeschichte. Am Rande des Ural beginnt die Familie Demidow damit, Eisenerze zu verhütten. Peter überzeugt sich selbst von den Fortschritten. Eisen. Es wird das moderne Zarengold. Der Monarch weiß, wie wichtig die Nutzung der Bodenschätze für sein Land und für die Staatskasse ist. Die Demidows leisten ganze Arbeit, auch als Waffenschmiede für die vielen Kriege des Zaren. Er erteilt ihnen zahlreiche Privilegien.
Nikita Demidow, der Stammvater. Er legt den Grundstein für das immer weiter wachsende Familienimperium. Der erste Schritt zum Aufbau einer Industrie ist getan. Russland muss kein Eisen mehr importieren. Und der Zar dankt es der tüchtigen Familie. Durch neue Abbaugebiete im fernen Altai und durch die Verleihung des Grafentitels an Demidows Sohn Akinfi. Die eiserne Nachbildung der ersten russischen Zarenkrone. Die Demidows sind Peter und den späteren Zaren treu ergeben. Es ist ein Geben und Nehmen. Aus kleinen Anfängen entsteht das größte Montanunternehmen Russlands. Es arbeitet bis ins 20. Jahrhundert in vielen Teilen Sibiriens. Schon zu Peters Zeiten sind die Demidows so reich, dass sie ihre Monarchen mit großzügigen Geldspenden unter die Arme greifen können. Und sie machen ihm einzigartige Geschenke. Kostbare Kunstwerke aus purem Gold. Das Gold der Skythen. Bei der Erdsuche war es in jahrhundertealten Gräbern gefunden worden. Der Faszination dieses Goldes kann sich Peter nicht entziehen und fordert mehr. Der Grundstock für die heute einmalige Sammlung in der Petersburger Eremitage ist gelegt. Wie viel Gold mag es in Sibirien noch geben? Wenn denn schon das Reitervolk der Skythen damit so verschwenderisch umgehen konnte. Doch das schlafende Land gibt seine wahren Schätze immer noch nicht preis. Peter ist kein Herrscher, der mit seinem Besitz prahlt. Er selbst lebt recht bescheiden. Kein Goldgeschirr. Dafür ein selbstgebauter Stuhl. Aber er ist alles andere als ein armer Schlucker. Nur den Prunk überlässt er anderen. Der Mjenschikow-Palast. Das älteste Steinpalais in Petersburg. Ein würdiger Rahmen, den auch Peter nutzt, wenn er doch mal repräsentieren will. Mit Alexander Mjenschikow verbindet den Zaren eine fast lebenslange Freundschaft. Wie diese Initialen P und A andeuten sollen. Großzügig darf Peter hier Gäste empfangen. Mjenschikow, vom Pastetenverkäufer zum Gouverneur von Petersburg aufgestiegen, weiß, was seinem Gönner gefällt. Beider Männer Geliebte, die spätere Zarin Katharina die Erste. Mjenschikow intrigiert hinter dem Rücken Peters und bereichert sich auf dessen Kosten, gemeinsam mit Katharina.